Westderby in der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft. Auf dem Kunstrasen in Hörbrands empfängt die VfV U14 die Alterskollegen aus Tirol. Aufgrund der Tabellensituation, beide Teams haben ihre letzten Partien gewonnen und liegen auf den Plätzen 6 und 7, ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Und so ist es dann auch. Beide Mannschaften gehen gleich ordentlich zur Sache. Beide Teams versuchen aus einer gesicherten Defensive heraus mit schnellem Spiel in die Spitze Nadelstiche zu setzen. Offener Schlagabtausch, viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Teams neutralisieren sich. Effektive Torchancen auf beiden Seiten, vorerst Mangelware. 25 Minuten sind gespielt. Erstmals riecht es nach einem Treffer für die Gäste. Abwehrchef Walisch mit dem Foulfreistoß aus rund 40 Meter. Glück für die Ländl-Elf. Die Kugel prallt vom Quergebälk ins Tor aus. 6 Minuten später. Foulfreistoß für den VfV. Andrzejewski schlänzt die Kugel gefährlich auf den Kasten. Doch der Tiroler Keeper lässt sich nicht überlisten. Und als kurze Zeit später Tirols Veskovic die Kugel am Ländlekasten vorbeisetzt, geht es mit einem 0:0 in die Pause. Hinein in die zweite Spielhälfte. Die Gäste kommen aggressiver aus der Kabine, machen Druck, drängen auf den Führungstreffer. Doch die sich bietenden Möglichkeiten können nicht genutzt werden. 47. Spielminute. Ländlekeeper Ender rettet mit Fußabwehr vor dem daherstürmenden Schragl. In der 69. Spielminute. Freistoß Tirol. Walisch ideal vor das Vorarlberger Gehäuse auf Schuster, doch der säbelt daneben. Ab diesem Zeitpunkt ist klar, dass jenes Team, das den ersten Treffer in dieser Partie erzielt, den Platz wohl als Sieger verlassen wird. 75 Minuten sind im Hörbranzer Sandriesel gespielt. Schneller VfV-Konter über Kubirski. Tirols Defensive kann klären. Die Kugel kommt zu Raphael Welte. Der zieht aus rund 20 Meter ab. Und Adriano Sommergut lenkt das Leder zur Entscheidung in den Tiroler Kasten. Ende gut, alles gut. Die Gäste riskieren nun alles, stürmen mit Mann und Maus. Doch der Ausgleichstreffer gelingt nicht mehr. Die Ländle-Elf landet einen, wenn auch etwas glücklichen, Derby-Sieg. Ich sage 75. Spielminute. Was sagt der Adriano? Ist ein Tor passiert, denn sind wir einzeln in Führung gegangen. Dann sind wir hinter ihnen gestanden und haben gewonnen. Und wer war der Torschütze? Ich. Und 1:0 gewonnen. Du hast gesagt, ein wenig glücklich, aber spielt keine Rolle mehr, oder? Tor ist Tor. Ja, einfach gewonnen. Ja, schlussendlich ist es egal, einfach gewonnen. Vorarlberg U14, Tirol U14, 1:0 vor dem Spiel aufgrund der Tabelle. Eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten, dein Resümee? Ja, genau. Wir haben, also beide Mannschaften haben die ersten zwei Spiele verloren. Letzte Woche das erste Mal angeschrieben und ja, so hat sich das Spiel dann auch geschaltet. Sehr ausgeglichen, viel Krampf, sage ich mal, also viel Potenzial nach oben. 75. Spielminute und wie groß ist der Felsbrocken, der von Mario Wölbitsch seiner Schulter gefallen ist? Ja, ein Felsbrückli, würde ich mal sagen. Nein, man freut sich über die drei Punkte. Wichtiger für uns neben dem Ergebnis ist natürlich die individuelle Entwicklung der Jungs. Und da haben wir heute, glaube ich, nicht alles probiert. Da wäre eben mehr möglich gewesen. Das heißt, Erlebnisfußball vor Ergebnisfußball. Ja, genau. Also wir wissen ja alle, ohne Ergebnis geht es nicht. Aber das ist ein Wettkampftraining, sage ich mal. Und wenn die Profi werden wollen, dann müssen sie hier frei von der Leber spielen. Und ja, da haben wir über weite Strecken eben noch ein bisschen Luft nach oben gehabt. Aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit, oder? Die haben wir schon im Sack, die gehen wir nochmal her. Ich habe auch vor dem Spiel gesagt, also es ist eine 50-50-Chance. Wir haben jetzt zwar im letzten Jahr dreimal gegen Vorarlberg gespielt. Das erste haben wir 1:0 gewonnen, da waren sie die Besseren, da haben wir glücklich gewonnen. Dann haben wir die nächsten zwei Partien eigentlich klar gewonnen mit 6:2 und 5:4. Heute war alles offen. Platz war sehr klein, sehr kampfbetont. Es ist auch hart geführt worden, wobei jetzt nichts war, wo du sagst, da kannst du den Schiedsrichter Schuld geben. Ich habe gerade mit meinem Co-Trainer geredet. Im Endeffekt haben sie, glaube ich, 2,5 oder 3 Chancen gehabt in den 80 Minuten.
Aber ich sage, es hat auch der Mario, der Trainer von ihnen, gesagt, es war einfach die glückliche Mannschaft, die heute gewonnen hat. Mir hat es natürlich gedacht, wenn wir einen Punkt mitnehmen, aber ist sich heute leider nicht ausgegangen. Ja, speziell in der zweiten Halbzeit wart ihr die stärkere Mannschaft. Recht glücklich der Vorarlberger Siegestreffer. Was hat deiner Meinung nach den Unterschied ausgemacht? Zweite Halbzeit haben wir gesagt, wir möchten einfach tiefer stehen. Wir möchten vertikaler spielen. Wir sind auch zu mehr Torchancen gekommen. Wir haben einige Eckbälle gehabt. Da haben wir, ich sage mal, zwei freie Kopfbälle gehabt, die was wir nicht verwertet haben. Wir haben dann von der zweiten Linie auf die erste Linie gewechselt, wo wir sie eigentlich früher anpresst haben. Es waren gute Möglichkeiten dabei. Es hat eigentlich nur das gefehlt, dass wir uns belohnt haben für das. Aber es ist leider Fußball teilweise, es ist einfach bitter heute. Aber wir müssen weiterarbeiten und im nächsten Spiel schauen wir, dass wir wieder punkten.